So, und zurück zum Gameplay-Video zu Assassin's Creed 2. Hier sieht man schon gleich, man kann Federn sammeln, um kleine Extras freizuschalten. Unter anderem auch die schwarze Robe von Ezio. Auch Aussichtstürme wurden beibehalten, vom ersten Teil. Gibt es nicht mehr viel zu sagen. So, wozu es jetzt aber was zu sagen gibt, sind Assassinengräber und Templerverstecke. Wo wir jetzt reingehen, nämlich. Das zeige ich gleich mal. Hier sieht man auch nochmal kurz einen Ladebildschirm. Und wirklich kurz, weil Ladezeiten sind okay. Kann ich mich nicht beschweren. Jo. Hier kann man gleich die Missionen annehmen und dann geht es schon los. Man sieht auch hier, Ezio kann schwimmen. Zeige ich gleich auch noch mal was dazu. Ja. Hier sieht man eine kurze Zwischensequenz und man sieht schon, wie groß sowas sein kann und es diese Templerverstecke oder Assassinengräber bieten auch wirklich, man kann schöne Klettereinlagen da machen, die man so in der Stadt gar nicht machen kann. Ist halt ein netter Zeitvertreib auch hier zu sein. Und hier hat man auch noch gleich eine andere Kampftechnik gesehen. Ja, hier bin ich schon etwas weiter, hier oben. Und man sieht wirklich hier, was man hier alles. Das ist wirklich schön hier. Es bietet wirklich auch neue Herausforderungen. Und wie gesagt, diese Klettereinlagen kann man so in dieser Stadt gar nicht machen. Oftmals. Und da ist dies hier eigentlich eine ganz schöne Lösung. Ja, hier sieht man noch mal kurz. Hier laufe ich etwas planlos in der Gegend rum, weil ich erstmal nicht wusste, wo es lang geht. Aber kein Problem, das zeigt jetzt noch mal kurz, dass diese Verstecke wirklich ziemlich schön sind, weil da oben ist diese Löcher in dem Dach. Da sieht man den Lichteinfall. Und das ist wirklich, finde ich, ziemlich genial. Also, da war ich wirklich erstaunt, wo ich das das erste Mal gespielt habe. Oh ja. Gut, kommen wir. Kommen wir zur Nebenmission. Kann man die Mission annehmen? Und dann kann man die auch lösen. Die sind wirklich abwechslungsreich. Da hat man sich wirklich bei Ubisoft Gedanken gemacht. Ja, also. Dann gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Es gibt drei verschiedene Missionstypen, die man so als Nebenmission lösen kann. Und während des Spiels die Mission, da gibt es noch mehr Missionstypen. Also, das ist wirklich, finde ich, sehr abwechslungsreich. Hier sieht man auch wieder, man kann mit dem Pferd reiten, wie im ersten Teil auch. Brauche ich eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen zu.
Ja, hier sieht man auch noch mal kurz die Schatztruhen. Wie gesagt, das Plündern davon ist etwas unausgeglichen. Das Plündern von Schatztruhen bringt so viel, und wenn man irgendjemanden plündert, dann bringt das nicht wirklich viel. Hier sieht man Glyphen. Er möchte den Kreislauf stoppen und das Geheimnis verraten. Scheiße! Ich muss der Kopfschmerzen denken. Sie ver Diese Glyphen sind mit einem Rätsel verbunden. Diese Rätsel, davon sieht man gleich eins, und dieses Rätsel, was jetzt gleich kommt, das ist nicht so schwierig, aber es gibt auch schwierigere Rätsel. Das ist schon ganz relativ anspruchsvoll, und man erhält auch schöne Nebeninformationen zum Spiel. Das ist wirklich ganz nett. Er fand es in Hier. Kroatien. Das ist ein relativ einfaches Rätsel. Was jetzt also mit diesen Glyphen, das kann man auch noch mal gleich sehen, schaltet man kleine Videosequenzen frei. Zu diesen Videosequenzen kann ich leider noch nicht so viel sagen, weil ich die noch nicht alle selbst freigespielt habe. Was das dann bringt, wenn man alle hat. Aber vielleicht wäre es auch etwas Er doof, wenn ich fand es das in sagen würde. Kroatien. Sie würden es Ich in weiß seinem es Labor nicht, finden. was es genau bringt. Es ist eigentlich auch nur eine nette Nebenbeschäftigung, die man jetzt in Assassin's Creed 2 machen kann, diese ganzen Glyphen zu sammeln. Hier sieht man diese Zwischensequenzen, Videosequenzen, ja. Gut, hier sieht man nochmal das Plündern einer Wache. Die kann man jetzt auch tragen zur Ablenkung von anderen Wachen. Was ich jetzt nicht zeige, sondern ich schmeiß die einfach ins Wasser. Aber man hat wirklich große Misericordia. Freiheiten dadurch, Gleich dass neben man auch unserem Haus. wirklich Ich ziemlich brauche besser viele Mut. Ablenkungsmanöver, nenne ich es einfach mal, nutzen kann. Hier sieht man auch dieses Bekanntheitsgrad-System. Man kann durch Plakate abreißen, zum Beispiel, das ist nur eine Möglichkeit, seinen Bekanntheitsgrad verringern und durch Wachen dann schwieriger erkannt werden wieder. Nochmal kurz zum Plündern. Man sieht hier wirklich, man kann auch noch lebende Menschen plündern. Und man sieht hier, man erhält nicht gerade so viel Geld dadurch. Gut, hier nochmal eine kurze Akrobatik-Sequenz, möchte ich es mal nennen. Ezio kann wirklich jetzt schneller klettern. Und das bringt auch nochmal ein bisschen mehr Action mit sich. Und ja, das ist wirklich schön, und es macht Spaß, damit durch die Stadt zu, mit ihm durch die Stadt zu laufen. Hier kann man sich auch noch festhalten. Das ist wirklich ziemlich schön. Und hier sieht man auch noch mal das Verstecken in einer Menschenmasse. Auch noch mal ein kurzes Beispiel, um halt die spielerische Freiheit zu verdeutlichen. Gut, das war's auch schon mit dem zweiten Teil. Ich hoffe, ihr guckt euch auch noch den dritten Teil an. Und dann bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen.